بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen inshallah heute weiter in der Unterrichtsreihe für im Monat Ramadan 40 Hadithe in Bezug auf Da'wa und der Da'i. Ja? Auf die Da'wa, die Einladung zum Islam und der zum Islam einlädt. Und wir sind inshallah heute beim dritten Hadith, inshallah ta'ala. Und als erstes natürlich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zu dieser späten Stunde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns al-Ikhlas schenken fi al-Qawli wa al-Amal. Wa an yataqabbala minna salih al-A'mal wa an yaghfira lana ajma'in. Meine geehrten Geschwister im Islam, heute inshallah reden wir in diesem Vortrag über den Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der überliefert wurde von Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Und es gibt viele verschiedene Versionen von diesem Hadith. Es gibt eine Version von in Sahih Bukhari. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Manche Überlieferungen sind auch nicht authentisch, aber definitiv ist das authentisch überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im 10. Jahr der Hijra, ja, im 10. Jahr der Hijra, das heißt in dem Jahr, in dem er gestorben ist, im 10. Jahr der Hijra, sallallahu alaihi wasallam, hat er Mu'ad ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhuma nach al-Yemen oder in den Jemen geschickt, ja, in das heutige Land Jemen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern dort und überall auf der Welt beistehen und sie beschützen und die Feinde Allahs vernichten. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, hat Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari und Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhuma ausgesucht. Warum hat er diese zwei ausgesucht? Er hat sie ausgesucht, weil das waren Gelehrte des Islam unter den Sahaba radiallahu anhum. Ja, der hat nicht einfach irgendwen ausgesucht. Und alle Botschafter, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwo hingeschickt hat, um zu Allah einzuladen, um zu Allah zu rufen, waren Leute, die Wissen hatten. Die Leute, die Wissen hatten in der Religion. Ja? Und Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, ja, die ist bekannt und vielleicht haben wir schon öfters über ihn gesprochen, dass er, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist der, der am meisten Wissen hat über Al-Halal und Al-Haram im Islam unter den Sahaba radiallahu anhum. Und er sagte über ihn, dass er Liwa, also die Flagge, tragen wird von allen Gelehrten am Tage der Auferstehung. Alle Gelehrte werden hinter ihm stehen, subhanallah. Ja, und
Und seine Manaqib, seine Vorzüglichkeiten sind sehr, sehr viele. Ja. Und ala kulli hal, liebe Geschwister, barakallahu fikum, hat er diese zwei Sahaba, Sahabiyin, auserwählt und hat sie beide nach Al-Yemen geschickt, um dort zum Islam zu rufen. Was hat er ihnen gesagt? Er hat dann ihnen wichtige Worte gesagt, ja, wichtige Ratschläge gesagt. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, liebe Geschwister, dass wir diesen, deswegen habe ich diesen Hadith auch ausgesucht, quasi, weil das wichtig ist in der Da'wah. Ja, der Prophet Muhammad sagte dann zu ihm, er sagte zu Mu'ad, إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَىٰ قَوْمْ أَهْلِ كِتَابِ. Ja, du wirst zu einem Volk kommen, dieses Volk sind Leute der Schrift, die Leute der Schrift, also Juden und Christen. Ja, es gab auch in Jemen, zu der Zeit gab es auch Atheisten, aber die meisten waren Juden und Christen. Ja, er sagte zu ihm, ihr werdet zu Leuten gehen, ja, und die sind Ahlu Kitab, die sind Leute der Schrift, das heißt, die haben Wissen, die haben etwas, die sind nicht komplett, die glauben schon an Gott. Ja, das sind nur Juden und Christen, erstmal. Und das ist eine wichtige Sache, liebe Geschwister, die wir hier lernen, von den Hadith vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dass er ihnen sagt, wohin sie gehen und welche Leute das sind. Das heißt, damit du, wenn du mit Leuten Da'wah machst, Leute zum Islam einlädst, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und du weißt, auf was du achten musst, welche Wortwahl du hast. Ja? Weil wenn du jemanden zum Islam einladen willst, ein Atheist ist nicht so wie ein Christ oder Jude. Ja? Der eine glaubt an Gott, hat aber, sage ich mal, vielleicht viel, viel, viel Götterei. Ja? Der andere glaubt gar nicht an Gott. Er glaubt gar nicht. Er glaubt vielleicht an die Natur, er glaubt an gar nichts oder sonst irgendetwas. Ja? Und deswegen ist es eine wichtige Sache, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier auserwählt hat, was? Dass er ausgewählt hat, ihnen wichtige Informationen zu geben von denen, ja, die man einlädt zum Islam. Er sagte zu ihnen, das sind Leute der Schrift. Und dann gab er ihnen Prioritäten, worauf sie achten müssen, und Prioritäten in der Da'wah. Er sagte, فَلَيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Das Erste, wozu du die einlädst, ist, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala eins machen. Ja? Dass sie an einen einzigen Gott glauben, dass sie La ilaha illallah haben. Ja? Das ist das Erste. أَوَّلْ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ. Das Erste, wozu du die einlädst und rufst. Ja? Und er hat beide, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu und Mu'ad, er hat ihnen beide verschiedene Gebiete gegeben. Ja? In den Jemen. Die waren nicht weit voneinander, aber hat beiden eine Aufgabe gegeben, als Botschafter für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Jemen Da'wah zu machen und ihnen ganz genaue Befehle gegeben, mit wem sie, ja, wie die Leute sind, die dort leben, und dann mit welcher Sache sie anfangen müssen und welche Prioritäten es hat. Ja? Das Erste ist, dass du sie rufst zu La ilaha illallah, dass sie einen einzigen Gott anbeten. Ja, dass sie La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah annehmen. Und dann sagt er, wenn sie das akzeptieren von dir, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dann sage ihnen, dass sie fünfmal beten müssen, Tag und Nacht. Ja? Wenn sie La ilaha illallah annehmen, dann sag ihnen, dass sie fünfmal am Tag beten müssen. Und wenn sie das annehmen, ja, wenn sie das machen, dann sag ihnen, dass sie den Monat Ramadan fasten, beziehungsweise zuerst, dass sie, dass die Zakat genommen wird, ja, die Säule des Islams, nicht freiwillige Spende, sondern die Säule des Islams, die Pflichtabgabe, dass das genommen wird von ihren Reichen und ihren Armen gegeben wird. Ja? Von diesem Hadith zum Beispiel haben die Gelehrte dann entnommen, dass man normalerweise Zakat wird genommen, zum Beispiel, du bist jetzt in, sagen wir mal, wir reden jetzt von Jemen, in Jemen gibt es viele arme Menschen, ja, du nimmst das Geld von den reichen Jemeniten und gibst das den armen Jemeniten. Du nimmst das nicht von Jemen und verteilst das in Afrika, ja, das ist normalerweise so. Und das haben einige Gelehrte aus diesem Hadith zum Beispiel auch entnommen, Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Es wird genommen von ihren Reichen und wird ihren Armen gegeben. Und wenn sie das annehmen, dann sage ich ihnen, dass sie Hajj machen müssen, etc. Das heißt, er hat ihnen ganz genaue Befehle gegeben,
und Prioritäten gesetzt. Ja, und das ist eine Sache von diese Sache ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, von der wir viel lernen können. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallam hier Leute schickt, die zu Allah rufen, die zu Allah einladen. So, das heißt, und er hat nicht einfach irgendwelche Sahaba auserwählt. Ja, es gab ja auch andere Sahaba. Es gab sogar Sahaba, die waren besser als Abu Musa al-Ash'ari und besser als Mu'adh ibn Jabal. Besser, also ja, in der Stufe. Abu Bakr ist besser, Umar ist besser, Uthman, Ali. Ja, viele Sahaba sind besser als diese Sahaba. Ja, im islamischen Sinne, bei Allah subhanahu wa ta'ala haben die eine höhere Stufe, ja, im Islam. Aber der Prophet Muhammad sallam hat Sahaba auserwählt, die Wissen hatten, ja, und Hikma hatten und wissen, wie sie reden, und wissen, wie sie, mit wem sie reden und auf welche Art und Weise. Und hat ihnen dann auch wiederum nicht einfach nur so sie geschickt, obwohl sie Gelehrte waren unter den Sahaba, die besten Schüler des Propheten Muhammad sallam, trotzdem hat er ihnen gesagt, worauf sie achten müssen und welche Priorität sie einhalten müssen. Und das ist eine Sache, die wir zum Beispiel oft haben, wenn wir mit Menschen reden über den Islam, viele unter uns, dann siehst du Leute, du redest mit Leuten über Musik, du redest mit Leuten über, was weiß ich, Rauchen, über Schminken oder irgendetwas, ja, man über Schweinefleisch, ja, und das heißt nicht, dass man über nichts reden kann, außer La ilaha illallah, aber das ist das Allerwichtigste, weil da, um diese Sache, ja, das ist der ausschlagende Punkt zwischen Islam und Nicht-Islam, zwischen Gottergebung und Nicht-Gottergebener sein, zwischen Paradies und Höllenbewohner, ja, an allererster Stelle, und das Allerwichtigste ist La ilaha illallah, die anderen Sachen, die sind absolut zweitrangig. Ja? Wenn einer alle guten Taten macht, er spendet, er ist nett, er ist mild, barmherzig, großzügig, er kümmert sich um seine Eltern, er macht alles Mögliche, gute Sachen. Ja? Aber er glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er leugnet seinen Schöpfer. Er betet seinen Schöpfer nicht an, er dient ihm nicht. Ja? Dann werden ihm diese Sachen nichts nützen. Er wird trotzdem in die Hölle gehen. Ja? Vielleicht wird er eine bessere Stufe haben als andere, die Schlimmeres getan haben, aber er wird am Ende des Tages, er wird trotzdem in die Hölle kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir Da'wah machen, wenn wir Leute zum Islam einladen, dass wir die Prioritäten immer haben. Ja, und das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Kuffar, sondern im Allgemeinen, auch wenn man mit Muslimen Da'wah macht, dass man an erster Stelle und immer wieder Leute ruft und erinnert und ermahnt, ja, an La ilaha illallah. Ja, und was der Tawhid, La ilaha ist Tawhid, Allah zu eins zu erklären und Allah einzig und alleine anzubeten. Mit all den Arten von Ibadats, von gottesdienstlichen Handlungen, die es gibt. Ja? Egal wie sie sind, mit der Zunge, sei es was man redet, was man macht mit seinem Körper, was man macht mit den Taten des Herzens. Ja? Dass man diese Sachen, weil wir haben jetzt auch unter den Muslimen viele, die sind vielleicht optisch gesehen, sind sie Muslime. Aber was sie im Herzen haben, Allahu alam. Ja, ob sie bei Allah subhanahu wa ta'ala als Muslime zählen oder nicht. Warum? Weil wir Sachen vermischt haben, weil wir in einer Zeit der Fitna leben, wie der Prophet Muhammad sallam uns das schon vorausgesagt hat. Ja? Und wir leben in dieser Zeit. Du hast Leute, die feiern einfach Demokratie. Die feiern, keine Ahnung, andere Gesetzgebungen, außer der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala. Die geben Geschöpfen Eigenschaften, die nur Allah subhanahu wa ta'ala hat. Ja, das sieht man zum Beispiel oft bei Sufis, sieht man bei Shia, ja, bei Schiiten etc. Sieht man, dass sie so an Sachen glauben, die Schirk sind, ja, die richtig Schirk sind. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es viele unter uns, die vielleicht selber vielleicht denken, sie sind Muslime, aber Allahu alam, ob sie bei Allah wirklich als Muslime zählen. Ja. Allahu alam, es kann sein, dass der eine oder andere in bestimmten Fällen, in bestimmten Orten, vielleicht ist der eine oder andere entschuldigt, aber vielleicht aber auch nicht. Ja, und dann kommt er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und Allah azza wa jalla wird seine Taten komplett zunichte erklären. Ja, warum? Weil er hat Schirk begangen mit Allah. Wie viele Muslime haben wir heute, die sich Muslime nennen und die gehen auch zur Moschee und beten und haben vielleicht einen Bart etc. Und die gehen zu Gräbern, die gehen zu Toten, machen Dua, zu Toten, machen Dua zum Prophet Muhammad sallam, schlachten für irgendeinen, den sie denken, der ist ein Wali von den Awliya, von Allah, ja,
und so weiter und so fort, machen Schirk mit Allah Azza wa Jal, machen Tawaf um das Grab von solchen Menschen, haben Hoffnung und Bittgebete etc. zu Toten. Sie denken, das sind Gelehrte oder egal was sie denken, ja, auch wenn das der Prophet Muhammad ist. Deswegen gibt es viele unter uns, die machen Schirk mit Allah Azza wa Jal. Die denken, die sind Muslime, aber vielleicht sind sie bei Allah Azza wa Jal Kuffar, Mushrikin, ja, auch wenn sie beten, auch wenn es so aussieht, als wären sie Muslime. Allah Azza wa Jal wird natürlich entscheiden, aber das ist der Zustand, in dem wir leben. Und deswegen ist es wichtig auch für uns Muslime, wenn wir Da'wah machen, dass man immer und immer und immer wieder diese Sache anspricht, den Tawhid von Allah Azza wa Jal. Dass man wirklich, wie Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, adkhulu fi silmi kafa. O ihr, die ihr glaubt, geht gänzlich, komplett in die Religion rein. Ja? Man kann nicht einfach diese Hokus-Pokus-Religion, was viele Leute praktizieren. Ja, sie sind Muslime, was Bart angeht oder Kopftuch oder so, aber in weit größeren Aspekten der Religion, im Tawhid von Allah, machen sie Schirk mit Allah. Ja, sie beten andere Götter an. Und sie machen eigentlich dasselbe, was die Mushrikin gemacht haben, die Götzendiener, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, in Quraysh. Die haben ja auch Allah Azza wa Jal geglaubt und angebetet. Die Feinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals, die haben genauso, haben sie auch Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Die haben Hajj gemacht, Sadaqa gegeben, Ikram gemacht, ja, Großzügigkeit, Leuten geholfen, etc. Haben nicht gelogen. Sie haben auch an Allah geglaubt. Ja? Aber was haben sie gemacht? Sie haben diese Götzen angebetet, damit die näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Ja? مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Ja? Wir beten diese Götzen nur an. Das haben die Mushrikin damals gemacht. Jetzt hast du auch, viele unter uns, die sich Muslime nennen, sind Sufis. Ja, beispielsweise im Sufismus ist das sehr, sehr stark. Ja, bei den Schiiten zum Beispiel. Ja, sie beten dann bestimmte Leute an, sie beten Verstorbene an, sie beten Leute an, wo die denken, die haben einen besonderen Status, die können lebendig sein, manche beten ja auch Lebendige an. Irgendein Scheich in ihrem Land oder in Afrika, im Senegal, in Jordanien, in Saudi-Arabien, in Algerien, Marokko, überall. Überall hat man das, in der Türkei, überall. Pakistan, überall hat man das in der islamischen Welt. Ja, und dann haben sie irgendeinen Scheich und die denken, dass dieser Scheich, und der Scheich erzählt ihnen, ja, er kann durch Wände fliegen und er hat eine besondere Stufe erreicht bei Allah, ja, weil er so viel verbunden ist mit Allah, ist er jetzt mit Allah eins geworden und so richtige Schirksachen. Ja, oder dass er zum Beispiel gar keine, er muss nicht mehr beten, er muss gar keine Pflichten mehr machen. Warum? Weil er hat eine bestimmte Stufe erreicht. Subhanallah. Ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gebetet bis zu seinem letzten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Und Allah sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und bete deinen Herrn an, bis die Gewissheit zu dir kommt, bis der Tod zu dir kommt. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat so gelebt, und er ist der Beste von den Geschöpfen. Und er hat gebetet und Dua gemacht und Istighfar gemacht bis zu seinem letzten Atemzug. Ja? Und dann gibt es heute Leute, die sich Muslime nennen, die machen Schirk, ja? die beten Götzen an und beten solche Leute an, die sagen, ja, ich brauche nicht mehr zu beten, ich habe eine hohe Stufe erreicht. Und dann kann sein, der eine sagt dir, gib mir dein Geld, zu den Leuten, die ihm folgen. Und Allah, die haben manchmal mehrere Millionen Follower, aber richtige Follower, so wie diese kaputten von den Kuffar, gibt es ja auch so diese Gurus. Ja? Du gehst arbeiten, deine Frau geht arbeiten und das ganze Geld gibt ihr dem Guru. Ja, das gibt es auch bei den Sufis, gibt es auch solche Sachen. Ja, die gehen arbeiten, die geben dir sein Geld. Es gibt sogar manche richtig kaputte, du gibst ihm nicht nur dein Geld, sondern deine Frau. Ja, gibst ihm auch deine Frau, damit er sich vergnügt mit den Frauen und so weiter und so fort. Und die machen alles, was er sagt. Alles. Ja, und das sind so Sachen, liebe Geschwister, deswegen ist es wichtig für uns, dass wir in der Da'wah, wenn jemand Da'wah macht und zum Islam einlädt, seine Familie, seine Kinder, seine Nachbarn, fremde Leute, Leute auf der Arbeit, Schule, Uni, egal. Ja, wenn du Leute zum Islam einlädst, red nicht über diese Sachen, die zweitrangig sind, so Kleinigkeiten in dem Sinne. Ja, warum? Weil das eine ist so wichtig.
Red nicht über Musik, red nicht über Bart oder nicht Bart oder Schweinefleisch oder so, so Sachen, die erstmal gar nicht zur Sache tun. Ja? Sondern genauso wie dieser Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Mu'adh radiallahu anhu, du kommst zu Leuten, Leute der Schrift. Ja? Das heißt, du solltest mal wissen, mit wem du Da'wah machst. Wenn du weißt, das sind Christen, mach mit denen Da'wah in diesem Zusammenhang. Du weißt ja, wo deren Fehler sind. Ja? So, wenn es Atheisten sind, der glaubt ja gar nicht an Gott, dann musst du mit ihm darüber reden. Ja? Dann musst, damit du weißt, auf welche Art und Weise du Da'wah machst. Und dann, wenn du Da'wah machst, dann sagt er, فَيَكُنْ أَوَّلْ. Das allererste, wozu du sie einlädst, ist La ilaha illallah. Ja? Und er sagte, wenn sie das akzeptieren, wenn das in ihren Herzen reingekommen ist, richtig, dann sag ihnen, dann geh zum nächsten Punkt. Sie müssen beten. Warum? Weil wenn das schon drin ist, wenn du hier den Iman hast, wenn der Iman im Herzen drin ist, du machst das. Du machst das. Warum? Weil du hoffst auf das, hoffst auf die Belohnung Allahs, du hoffst auf das Paradies. Du fürchtest dich vom Höllenfeuer. Ja, und da wirst du es natürlich machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch diesen Ratschlag des Propheten Muhammad an Mu'adh, ist ein Ratschlag für uns alle, für alle Muslimin, für alle Zeiten. Ja? Und dann sagt er, ja, wenn sie das akzeptieren, wenn sie beten, ja, dann, dass sie Zakat geben müssen, dann, dass sie Hajj machen und Ramadan fasten. Ja? Das heißt, er hat mit den Säulen angefangen, mit der wichtigsten Säule, mit der allerersten Säule. Dann das Gebet. Ja? Und wenn sie das akzeptieren, dann erst Zakat. Bei uns, wir haben jetzt Leute, die fasten Ramadan, der betet gar nicht. Es gibt viele Gelehrte im Islam, wie zum Beispiel Sheikh Ibn Uthaymin, Rahmatullahi alayhi und andere Gelehrte, die sagen, derjenige, der nicht betet, ist ein Käfer. Sein Fasten ist nicht angenommen. Ja? Gibt es Gelehrte. Ich sage nicht, dass das so ist, Allahu a'lam, weil es kommt darauf an. Manche Leute beten, die nicht beten, manche beten gar nicht. Manche beten, aber die beten nicht fünfmal am Tag oder die beten nicht jeden Tag. Ja, deswegen gibt es Unterschiede darin. Allah weiß es. Ja? Aber derjenige ist auf jeden Fall im Risiko, dass er auch vielleicht kein Muslim ist. Derjenige, der nicht betet. Und, aber dann siehst du diese Leute fasten. Ja? Ich würde sagen, Allahu a'lam. Wenn er nicht betet, soll er wenigstens fasten. Wenn er fastet, dann soll er fasten. Man soll ihm nicht sagen, nee, faste nicht. Ja? Weil Allahu a'lam, es kann ja sein, dass es ihm vielleicht irgendwie nützlich ist. Vielleicht kommt er irgendwann aus der Hölle raus deswegen. Allahu a'lam, ich weiß es nicht. Ja? Wie gesagt, also diese Sache ist eine Sache, wo es Meinungsverschiedenheit gibt. Aber nur als Hinweis vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruf sie zum Tawhid, zu La ilaha illallah, dann, wenn sie das akzeptieren, dann zum Gebet. Und wenn sie das Gebet annehmen und beten, dann Zakat. Und so weiter und so fort. Und wenn diese Säulen fertig sind, dann rufen sie auch zu den anderen Sachen. Ja, die sollen, müssen gut zu ihren Eltern sein, die sollen gut zu ihren, was weiß ich, Ehefrauen sein, die sollen großzügig sein und dieses und jenes. Ja? Und das ist eine Sache. Und dann hat er ihm noch andere Sachen mitgegeben. Ja? Und er sagte zu ihm, O Mu'adh, wenn du richtest unter den Leuten, dann richte mit Koran, ja? Dein Gesetzgebung. Er sagte, wenn du wenn du Qada machst, also wenn du als Richter fungierst, ja, zwischen Leuten, die Probleme haben, dann richte mit dem Koran als erstes und dann mit der Sunna als zweites, mit den Hadithen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du eine Angelegenheit, wo du weder das noch das findest, dann mit dem, was du denkst, mit dem Wissen, was Allah dir gegeben hat, mit Koran und Sunna, was am gerechtesten und richtigsten ist. Ja? Das ist der Ijtihad, den ein Gelehrter hat. Ja? Und er gab den anderen, ja? Und er sagte zu ihm, وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, ja? Und fürchte das Bittgebet von jemandem, der dem Unrecht passiert. Und er sagte zu ihm, hab Rifq, ja, sei mild zu ihnen, sei mild, ja, wenn du Da'wah machst, sei mild, ja, hab gute Akhlaq. Und er sagte zu ihm, was auch von den Dala'il al-Nubuwa ist, ja, dass von den Beweisen, dass er Prophet ist, er sagte zu ihm, O Mu'adh, es wird wahrscheinlich sein, dass wenn du wiederkommst, dass ich nicht mehr hier bin, ja. Der Prophet Muhammad sallam wusste das schon, ja, er wusste nicht seinen Todestag, aber Subhanallah, er wusste schon, wenn Mu'adh radiallahu anhu zurückkommt, er wird nicht mehr lebendig sein. Ja? Subhanallah. Und er hat ihn geschickt von Medina nach Jemen. Eine große Reise. Subhanallah. Das ist eine große Reise. Und
Naam, und der Prophet Muhammad sagte zu ihm: O Mu'ad, es kann sein, dass wenn du wiederkommst, dass ich nicht mehr da bin. Und dann hat Mu'ad radiallahu anhu geweint. Und das war auch so. Ja? Der Prophet Muhammad ist danach gestorben. Ich glaube, 81 Tage danach ist der Prophet Muhammad gestorben. Und als Mu'ad radiallahu anhu zurückgekommen ist, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon tot. Ja? Und das, liebe Geschwister, dieser Hadith oder diese Angelegenheit von diesem Hadith, den wir von diesem Hadith gelernt haben, ist, dass man sehr, sehr viel achten muss auf den Tawhid von Allah Azza wa Jal. Und das gilt für uns, dass wir das richtig verstehen, dass wir das lernen. Und ich bekomme jeden Tag Fragen von Geschwistern. Und es sind so oft, ja, so oft, ich sage das jetzt, es ist nicht böse gemeint. Ja, es ist nicht böse gemeint, aber es ist nicht schlimm, nicht zu wissen. Ja, unwissend zu sein ist nicht schlimm. Solange man lernt, solange man sich nach vorne bewegt, wenn man etwas tut dafür. Aber was schlimm ist, dass man unwissend ist und immer unwissend bleibt. Ja? Und besonders bei den Sachen, wo es eine Pflicht ist. Ja? Wo es eine Pflicht ist. Ich bekomme jeden Tag Fragen und manche Fragen sind wirklich banal. Ja? Banal und komisch. Und bei manchen Fragen, okay, es ist nicht schlimm. Ja, Liebe, man fragt, man soll fragen und lernen. Ist besser, als dass man nicht fragt und lernt. Aber anhand der Fragen, ja, zum Beispiel, jemand stellt mir die Frage, okay, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein Auto berührt, ist mein Wudu weg. Ja? Oder, keine Ahnung, im Gebet habe ich mich hier gekratzt, ist mein Gebet. Irgendwie so Fragen, ja, ich habe mich im Gebet gekratzt, ist jetzt mein Gebet ungültig. Ich habe während des Wudu-Gebets, habe ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ne, irgendwo hingeguckt oder irgendwas so. So, auf jeden Fall, das sind so oft Fragen, also das sind jetzt vielleicht eher, ja, aber was ich eigentlich eher meine ist, dass Leute Fragen stellen über das Gebet und das Gebet ist eine Sache, die Pflicht ist für uns alle, ja. Wenn das Gebet für dich Pflicht ist, dann ist das Gebet, über das Gebet zu lernen, an allererster Stelle Pflicht. Und deswegen muss man, wenn ich diese Fragen oft lese, die Leute stellen bezüglich des Gebets, wenn er mir die Frage stellt, ich weiß ganz genau, der hat nicht die Regeln des Gebets gelernt. Ja? Aber wenn wir uns selber mal fragen, man muss nicht jeder muss ein Gelehrter werden. Nicht jeder wird ein Gelehrter. Ja? Und nicht jeder muss ein Gelehrter werden. Aber zumindest die Sachen, die wir machen müssen, die wir jeden Tag sogar machen, wie das Gebet, wie Wudu machen, ja? Diese Sachen einmal zu lernen, das ist nicht viel. Wie viele Punkte davon? Was ist eine Säule des Gebets? Also ohne das zählt mein Gebet nicht. Ja? Genauso auch bei El-Wudu zu nehmen, ja? Die rituelle Reinheit zum Beispiel. Was sind die Pflichten? Was macht das? Was macht mein Gebet ungültig? Was macht mein Wudu ungültig? Ja, das sind so die wirklich die allerkleinsten Basics in unserer Religion, die jeder wissen muss. Ja, natürlich musst du das nicht wissen, wenn du gestern zum Islam konvertiert bist. Ja, dann bist du entschuldigt für die ersten Tage, für die ersten Wochen, ja, vielleicht ersten ein, zwei Monate. Bist du entschuldigt, kannst du jeden Tag mal nachgucken, weil Allah Azza wa Jalla verlangt von jemandem, dass er einfach von heute auf morgen so, der muss alles können. Ja, Allah hat die Religion nicht schwer gemacht. Aber für uns, wir sind seit 20 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren, bist du Muslim und du weißt immer noch nicht, wie man Wudu macht. Du weißt immer noch nicht, was Wudu kaputt macht. Ja? Du fängst an zu beten und du weißt nicht, wie man das Gebet weiter betet, weil du zu spät gekommen bist. Oder so ganz, ganz einfache Sachen, die jedes Kind eigentlich wissen müssen. Und wie gesagt, und deswegen ist es wichtig für uns, liebe Geschwister, dass wir hier lernen, ganz besonders in Bezug auf die Da'wah. Wenn wir Da'wah machen, dass wir diese Prioritäten vor uns in Auge nehmen. Ich brauche nicht mit Leuten zu reden über so Kleinigkeiten, über Sachen, die manchmal man schreckt auch ab. Ja? Du willst mit einem, jemand hat Interesse am Islam, versuch du ihn zu leiten, ja? Da, was wichtig ist, und dort festzuhalten. Ja? Über Allah zu sprechen, über die Existenz von einem Schöpfer und so weiter und so fort. Nicht, dass er dich führt. Und dann fängt er an, mit dir zu reden über keine Ahnung, Augenbrauen zupfen oder Musik oder so Sachen. Ja, weil es kann sein, dass einer ist vielleicht ist einer zum Beispiel, der liebt Musik beispielsweise oder irgendwas, was verboten ist. Ja, oder der raucht gerne Haschisch oder sonst irgendwas. Der ist volle Kanne da drin in dieser Sache, in dieser Sünde. Ja,
wenn du ihm direkt sagst, ey, das musst du aber direkt aufhören, das ist haram, das ist verboten, ja, oder der hat auch eine Ehefrau, seine Ehefrau ist keine Muslima, sagst du, das Erste, was du ihm sagst, ey, du musst dich aber, du musst dich, Entschuldigung, du musst dich, Licht ist ausgegangen hier, okay. Dunkel, ja? Also vielleicht ist seine Schwäche genau diese Sünde. Und wenn du ihm dann sagst, als allererstes, hey, zum Beispiel deine Frau ist Christin, ja, du musst jetzt Islam annehmen, du musst dich scheiden lassen, oder eine Frau, deine Frau ist Atheistin, oder dein Mann ist Christ, du musst dich scheiden lassen. Ja, die hat manchmal den Islam angenommen und du bringst ihr direkt das Härteste, willst ihre Familie zerstören, etc. Ja, es kann sein, dass du vielleicht zum Islam einladen willst, aber dadurch, dass du keine Hikma hast, keine Weisheit hast in deiner Dauer, vielleicht schreckst du die Leute ab vom Islam, vielleicht bist du der Grund dafür, dass er den Islam nicht annimmt. Und ich habe das oft gehört, ja, ich habe das oft gehört von Muslimen, ein Bruder hier, ein deutscher Bruder, der lebt auch jetzt hier in England und der ist richtig tätowiert. Ja? Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, die Geschichte. Der war in Deutschland, sein erster Tag, der hat die Schahade gesagt, ist im Islam angekommen, der hat den Islam angenommen. Er ist in die Moschee gegangen, in eine türkische Moschee war das, und er hat sich hingesetzt und hat auf das Gebet gewartet, das erste Mal. Und dann kam einer zu ihm und sagt, ey, du kannst nicht beten so. Der so, wieso? Der so, ja, du bist ja tätowiert. Ja, so, was soll ich machen? Ich kann das ja nicht verabmachen. Der so, ja, aber das Gebet zählt nicht. Dein Gebet zählt nicht, du betest umsonst. Und er hat auf den eingeredet, der Bruder ist rausgegangen. Der ist rausgegangen von der Moschee, der hat nicht gebetet. Ja, warum? Weil Unwissenheit. Ja, Unwissenheit. Er hat mir, du brauchst nicht zu beten, dein Gebet zählt sowieso nicht. Subhanallah. Ja, und es gibt einen anderen Bruder, den ich kenne, auch, der ist konvertiert, vor langer Zeit konvertiert, und der ist konvertiert, als Ramadan im Sommer war. Ja? Und dann war der bei einer Gruppe, die haben ihm gesagt, hey, du musst fasten von der Morgendämmerung, wie wir jetzt gerade fasten, nicht bis zum Maghrib, Sonntag, sondern bis zum Isha, ja, noch länger. Und es war im Sommer, das heißt, statt 18 Stunden oder so, haben die ihm gesagt, der soll 20 Stunden fasten. Er meinte, er sagt selber, ich habe überlegt, den Islam zu verlassen. Ja? Warum? Weil diese Leute unwissend waren. Die machen Da'wah leider in die andere Richtung. Statt dass sie zu Allah rufen, sie rufen zum Satan und zum Subhanallah. Ja? Und deswegen, liebe Schwester, dieser Hadith hier, dieser Hadith, den wir heute gelernt haben, der Hadith von Mu'ad ibn Jabal, als der Prophet Muhammad ihn geschickt hat nach Al-Yemen. In diesem Hadith sind sehr, sehr viele Weisheiten. Von diesem Hadith kann man sehr, sehr viel lernen in der Dauer, dass man sich erkundigt, dass man weiß, ja, dass man, wenn du jemanden, mit dem man reden willst, du willst jemanden einladen zum Islam, deinen Arbeitskollegen etc., du kannst ja ihn erstmal fragen, glaubst du eigentlich an Gott, ja, dass du freundlich bist, dass du, ja, respektvoll bist, etc., nicht auslachen, nicht, ja, und solche Sachen. Und dann, dass du erstmal weißt, was er überhaupt glaubt. Ja, nicht einfach drauf losreden, weil vielleicht redest du mit ihm über Gott, er glaubt sowieso an Gott. Ja? Aber er macht Schirk mit wegen Isa a.s. zum Beispiel. Ja? Oder du redest über ihn über bestimmte Sachen, die tun aber gar nicht zur Sache. Ja? Ist doch voll egal, ob der jetzt Alkohol trinkt oder nicht Alkohol trinkt. Wenn er sowieso Muschrik ist und Schirk macht mit Allah, dann wird ihm, auch wenn er Alkohol unterlässt, er wird ja trotzdem kein Muslim dadurch. Ja? Sondern er wird Muslim dadurch, dass er zum Islam kommt, zum Tawahid kommt, zu La ilaha illallah kommt. Und deswegen, diese Prioritäten im Islam sind sehr, sehr wichtig. Und die Art und Weise, wie man Da'wah macht und mit welchen Akhlaq man das macht und mit Geduld und mit Rifq, mit Milde, mit guten Wörtern. Ja? Schaut auch, wie Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Musa alayhi salam, Moses, geschickt zum allerschlimmsten der Geschöpfe, ja, von den Menschen zu Pharaon, zum Pharao. Und er sagte zu ihm, was? Ja, idhab ila Pharaona innahu tagha. Geh zu Pharaon. Er hat Tughyan gemacht. Der hat alle Grenzen überschritten. Aber er sagte auch zu Allah, also sagte zu Musa auch,
فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Geh zu ihm, geh zu ihm und sprich mit ihm mit milden Worten, mit schönen Worten. Pharaon war einer der schlimmsten Geschöpfe, Massenmörder. Der hat gesagt, ich bin der höchste Gott. Ich kenne niemanden, den ihr sonst anbeten dürft, außer meine Person, außer mich. Ja? So hat Pharao geredet. Einer der schlimmsten Feinde Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa, geh zu Pharaon und sprich mit ihm, mit milden Worten, mit netten Worten, auf eine nette Art und Weise lädst du ihn zum Islam. Und davon können wir lernen, wenn du Leute zum Islam einlädst, ist das nicht diskutieren, ist das nicht Leute runtermachen, sondern mit Hikma, mit Weisheit. Ja? Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben und uns recht leiten. Und Jazakumullahu khairan und barakallahu fikum. Ich weiß, bei euch ist es sehr, sehr spät, also schon 3.35 Uhr. Ja? Allahu a'lam, ich weiß gar nicht, wann bei euch in Deutschland Suhur-Zeit ist, also wie lange ihr noch Zeit habt bis Fastenbeginn. Aber ich denke mal noch eine Stunde bestimmt, oder? Also eigentlich wollte ich jetzt aufhören, aber der Bruder schreibt gerade, machst du noch eine Fragerunde? Hatte ich nicht vor, ehrlich gesagt. Ja, der sagt noch her dann. Noch 2 Stunden habt ihr, mashallah. Okay. Tayyib, inshallah. Dann machen wir ein paar Minuten. Ja, aber nicht länger als 3 Uhr, ja? Also bei mir 3 Uhr, bei euch 4 Uhr. Okay, inshallah. Dann könnt ihr, inshallah, vielleicht ein paar Fragen stellen. Ich habe gesehen, niemand hatte was gefragt hier, aber... Bruder, was wird gesagt über jemanden, der krank wird während dem Ramadan? Ist es eine Bestrafung oder eine Linderung der Strafe? Das kommt drauf an. Ja, das kann man so nicht sagen. Ich kann es ja nicht beantworten, weil ich weiß es nicht natürlich. Aber im Allgemeinen, Fragen auf YouTube gehen auch, ja. Wenn derjenige ein Muslim ist, wenn derjenige ein guter Muslim ist, dann ist das inshallah, so erhoffen wir bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es keine Strafe, sondern es ist eine, dann werden seine Stufen inshallah erhöht im Paradies oder seine Sünden getilgt, damit er sofort ins Paradies kommt. Ja? Und wenn es jemand ist, der komplett auf dem falschen Weg ist, dann kann das entweder ein Wachrütteln sein oder Strafe sein. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Beziehungsweise auch das Resultat, was am Ende dabei rauskommt. Wenn er von dieser Krankheit, allgemein, Ramadan oder nicht Ramadan, aber jetzt, wenn jemand im Ramadan krank wird, das hat nicht jetzt was Negatives zu bedeuten, überhaupt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala prüft die Gläubigen und prüft die, die er liebt, ja, im Ramadan und außerhalb von Ramadan. Das hat jetzt keine genaue Sache, die man ja sagen kann, Allahu a'lam. Allahumma amin, barakallahu fikum. Sagt noch ihren Ajma'in. Durften damals die Osmanen andere Länder angreifen bzw. erobern, um den Islam zu verbreiten? Also, was heißt Osmanen? Ja, das ist... das ist allgemein eine islamische Sache. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhu haben das gemacht. Ja, also, und das ist ja diese Art von Dschihad fi sabillah. Im Dschihad gibt es ja 2 verschiedene Arten, ja, und zwar der Verteidigungskampf, und das ist das, was heute zum Beispiel überall ist und stattfindet, der Verteidigungskampf, und dann gibt es auch den Angriffskampf, ja, und das ist, dass man, hat nicht mit den Osmanen zu tun, sondern es ist eine islamische Angelegenheit, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft und den Islam verbreitet. Na, was ist so wichtig am Tawhid? Was so wichtig am Tawhid ist, ohne Tawhid kommst du nicht ins Paradies. Ohne Tawhid kommst du in die Hölle. Ja? Weil das Gegenteil vom Tawhid ist Schirk. Ja? Und derjenige, der Schirk macht mit Allah, Allah hat für ihn das Paradies haram gemacht. Derjenige, der Schirk macht, und derjenige, der kein Tawhid hat, hat der Schirk. Ja, wenn du kein Tawhid machst, das heißt, du machst Allah subhanahu wa ta'ala nicht eins,
du betest Allah nicht einzig und allein an. Das heißt, du betest auch andere Götter an und dann hast du Schirk gemacht. Und deswegen ist das, ist der Tawhid, das ist die allerhöchste Sache im Islam. Die allerhöchste Sache und die allererste Sache, wie wir in diesem Hadith gesehen haben. Ja? Der Prophet Muhammad hat Mu'ad und Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum geschickt nach Yemen. Was hat er gesagt? فَلْيَكُنْ أَوَّلْ. Das Erste, wozu du sie einlädst, ist der Tawhid von Allah. Ja? Und dann Gebet und dann Fasten und so, Zakat und Fasten und Hajj und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Frage auch eigentlich von einem Muslim seltsam, muss ich ehrlich sagen, Bruder oder Schwester. Ja? Was ist so wichtig am Tawhid? Tawhid ist die beste Tat im Islam. Und alle Taten, die wir machen, sind Tawhid. Wenn du betest, betest ist auch Tawhid. Ja? Ein Teil vom Tawhid. Und das Fasten ist ein Teil vom Tawhid und so weiter und so fort. Ja, Jazakumullah khairan. Wird das Gebet akzeptiert, obwohl man Cannabis konsumiert hat? Also wenn man high ist, dicht ist, ja, so wie betrunken ist, dann darf man nicht beten. Dann darf man auf jeden Fall nicht beten. Ja, jemand, der im Rausch ist, der darf nicht beten und dieses Gebet ist nicht akzeptabel, nicht angenommen. Allahu alim, ja, ich weiß nicht ganz genau, aber es gibt ja Leute, die auch Cannabis rauchen und sie sind nicht high. Ja, Allahu alim, vielleicht der eine ist ein bisschen schlapp, müde, keine Ahnung, Allahu alim, ich weiß nicht. Aber wenn man es ist auf jeden Fall 100% haram, ist ja klar, aber ob das Gebet angenommen wird oder nicht, Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ja. Hat jemand noch etwa eine Frage oder sollen wir einfach inshallah, soll ich euch in Ruhe lassen und uns alle inshallah ein bisschen mehr Zeit geben für vielleicht jetzt wichtigere Sachen? Hier fragt jemand auf YouTube, ich habe auch eine Frage, wenn ein verheiratetes Paar mit Istikhara-Gebet geheiratet hat, aber 10 Jahre Ehe jeden Tag Streit hat, was stimmt nicht mit dieser Ehe? Ja? Und immer noch keine Gefühle. Also, ehrlich gesagt, das ist so eine Sache. Manche Leute denken, wenn die Istikhara beten, das heißt, Istikhara-Gebet ist ein wichtiges Gebet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manche Sachen, manche Bittgebete den Sahaba beigebracht, so wie er ihnen das Gebet beigebracht, so wie er ihnen den Koran beigebracht hat. Jetzt meine Frage an euch, wer kann mir sagen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba beigebracht hat, so wie er ihnen den Koran mit so viel, ja, mit so viel, wie sagt man das, mit so viel Energie und so viel, Emphasis, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, ja, mir fällt das Wort nicht ein. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba beigebracht? Mit so viel Emphasis wie auch den Koran. Aufwand, ja. Das sagt noch Herren. Ist ja nicht das vielleicht die beste Übersetzung, aber die ich jetzt gesucht habe. Aber mir fällt ja nicht mal das ein. Al-Kulihal, weiß das jemand oder weiß das niemand? Welche Bittgebete oder welche Sachen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba beigebracht? Wie, ja, mit so viel Elan. Elan ist schon besser, ja? Das sagt man noch her. Al-Kulihal, also eine Sache, zum Beispiel, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba beigebracht hat, wie er ihn in den Koran beigebracht hat, ist Salatul Istikhara. Eine andere Sache ist Khutbatul Haja. Khutbatul Haja. Wisst ihr, was Khutbatul Haja ist, liebe Geschwister? Khutbatul Haja ist das, was der Imam sagt, wenn er auf die Kanzel geht. So wie ich heute den Vortrag begonnen habe, heute und gestern, oder heute, gestern, vorgestern. Ja? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di und so weiter. Das nennt man Khutbatul Haja. Ja? Und der Prophet Muhammad hat diese Khutbatul Haja wegen der gewaltigen Worte und
ja, Sachen, die das beinhaltet. Salatul Istikhara, da ist so viel Tawhid, Dua und so weiter drin. Ja? Und genauso bei Khutbatul Haja, ja, Koran und Sunna und der Sunna zu folgen und nicht Bid'a zu folgen und Tawhid, alles ist da drin. Allah zu danken, groß. Genau, wenn man Istikhara, ja, Empathie, ja. Alle Kulihal, Barakallahu fikum. Istikhara ist das Gebet, was du betest, bevor du eine Sache machst, die wichtig ist. Du willst ein Geschäft aufmachen, du willst heiraten, du willst, ja, eine bestimmte Sache machen und dann, bevor du das machst, ja, bevor du es machst, betest du zwei Rak'a und am Ende, ja, am Ende des Gebets sagst du Allahumma inni astakhiruka und ja, die Dua, die wir kennen. Ja, oh Allah, ich bitte dich um Entscheidung. Ja, wofür soll ich mich, soll ich das machen? Soll ich diese Frau heiraten? Soll ich dieses Geschäft aufmachen? Soll ich das und das machen? Ja, du weißt, du bist dir unsicher. Du fragst Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir hilft bei der Entscheidung. Und wenn du das machst, das heißt nicht, dass wenn du das machst, dein Business, du machst jetzt einen Laden auf, du machst eine Firma auf, du wirst jetzt Millionär. Nein, kann sein, dass du auch pleite gehst. Ja? Das heißt nicht, dass dann dein Istikhara-Gebet hat nicht funktioniert oder, ja. Nein, vielleicht ist es besser für dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du diesen Laden aufgemacht hast oder diese Firma aufgemacht hast und dann bist du pleite gegangen, weil Allah hätte das auch anders. Du kennst ja nicht, ja, was sonst passiert wäre. Ja? Allah weiß, was sonst passiert wäre. Vielleicht wärst du Millionär geworden, hättest den Islam verlassen, wärst in die Hölle gekommen. Vielleicht wärst du hochmütig geworden. Vielleicht dieses, vielleicht jenes. Ja? Hättest du diesen Laden nicht aufgemacht oder diese Firma nicht aufgemacht, hättest du vielleicht etwas anderes gemacht und das hätte dich vielleicht, keine Ahnung, Unfall, Rollstuhl, Allah weiß. Ja? Deswegen ist hier gerade zu beten, ist auf Allah vertrauen. Alhamdulillah, du versuchst eine Sache zu machen. Wenn sie leicht klappt, ja, alles funktioniert normal, dann machst du das einfach. Ohne dann zu denken, oh, ich habe doch Istikhara gebetet, warum funktioniert diese Ehe nicht? Ja, es kann sein, dass die Ehe nicht funktioniert. Ja, aber dann regelt man einfach das Problem in der Ehe. Was macht man dann? Wie jetzt diese Person, ich weiß nicht, ob das ein Bruder oder eine Schwester ist, er oder sie gefragt hat, ja okay, die leben seit 10 Jahren unglücklich, haben keine Gefühle füreinander, immer Probleme, Streit, keine Ahnung. Ja, dann entweder man regelt das, ja, man regelt diese Ehe oder man lässt sich scheiden, ja. Warum soll man sich das antun, ehrlich gesagt? Ja, manchmal stimmt die Chemie zwischen zwei Leuten nicht. Ja? Das ist einfach. Und Scheidung ist erlaubt. Natürlich ist Scheidung eine Sache, die erlaubt ist im Islam. Ja? Es ist nicht unbedingt eine Sache, die gut ist. Es ist nicht gut, sich scheiden zu lassen, besonders wenn da Kinder im Spiel sind. Aber lieber, wenn man zum Beispiel die Grenzen anders nicht einhalten kann, weil man, ja, die Frau gibt dem Mann die Rechte nicht und er ihr nicht und, ja, und oder sie beleidigen sich und so weiter und so fort. Ja, das heißt, die machen diese Ehe zu halten, da ist mehr Sünde drin als Gutes drin. Ja, dann lieber einfach sich scheiden lassen und jeder geht seinen Weg. Ja, und fertig. Ganz ehrlich, warum muss man unbedingt? Ja, warum muss man unbedingt zusammenbleiben, wenn es einfach nicht funktioniert? Ja, man versucht. Der Mann muss versuchen, sich zu verbessern und die Frau, man muss entgegenkommen. Und ehrlich, so ist das Leben. Es halten wir sind nicht im Paradies. Aber wenn es wirklich nicht klappt, man hat einfach immer Probleme. Man hat einfach von 7 Tagen, 5 Tage oder 6 Tage sind Streit. Was ist das für ein Leben? Das ist doch kein Leben. Dann einfach lass doch diese Frau gehen und sie macht ihr einen besseren Weg, den sie gehen kann oder etc. Oder, und der Mann genauso. Dann findet sie vielleicht etwas Besseres, inshallah, und er etwas Besseres und khalas. Ja, natürlich, wenn Kinder im Spiel sind, ist es immer schwerer. Aber ehrlich gesagt, ich kenne Familien, ich kenne selber persönlich Familien, die leben seit 10, 15 Jahren in Ehe und diese Kinder, die kriegen alles mit. Streitereien, Beleidigungen, Verfluchen und dieses und jenes, die kriegen alles mit. Ja, die sowas, dass diese Kinder sowas miterleben, ganz ehrlich, Allah alim, ob das schädlicher ist oder dass sie dann vielleicht alleinerziehend bei der Mutter oder Vater oder wechselweise leben. Allahu alam. Ja, ich denke, bei manchen Familien ist es vielleicht besser, dass sie
dass man sich trennt, auch wenn da Kinder sind. Ich sage nicht, ich will nicht jemanden dazu motivieren, weil ich weiß nicht, was die Probleme sind. Manche Leute reden so kleine Probleme auch groß, ja. Aber wenn da wirklich große Probleme sind und jeden zweiten Tag oder die meisten Tage sind einfach nur schlecht, nur Streit. Und besonders, wenn man die Rechte des anderen nicht mehr gibt. Ja, wenn die Frau zum Beispiel sich weigert, die Rechte des Mannes zu geben oder andersrum und so weiter und so fort, dann ist es wirklich, dann ist es definitiv besser. Wenn man die Rechte des anderen nicht geben kann, warum? Weil dann macht man Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist eine der größten Sünden im Islam. Wallahu ta'ala ala wa ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle das richtige Verständnis geben und uns Gutes geben in Dunya und Akhira. Na. Nur Allah ist allwissend, mein Bruder. Man sollte nie etwas erzwingen wollen. Okay, ich habe jetzt ich habe jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt, ja. Worauf das bezogen ist, also was ich gesagt habe, worauf du das beziehst, aber khair inshallah. Was auch wichtig ist, was diese Sache angeht, wenn sich Leute scheiden, das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr traurig ist bei uns Muslimen, dass wenn man sich scheidet, dass die Leute dann einfach zum Beispiel, oder wenn es um Scheidung geht, dass der Mann zum Beispiel dann die Brautgabe der Frau nicht geben will. Ja. Ich verstehe, oder? Man ist sehr nicht begreifbar, ja? Warum man dann in diesem Augenblick bist du dann auf einmal ungerecht oder kein Muslim mehr. Ja? In anderen Sachen guckst du auf Kleinigkeiten. Aber diese Sache, das ist Ungerechtigkeit. Ja? Du hast damals vor Allah, das ist ein Bund, den du vor Allah eingegangen bist, und diesem Bund hast du Allah etwas versprochen, dieser Frau das und das zu geben. Jetzt kommt es zum Streit, ja, oder zur Scheidung, so willst du ihr Recht nicht mehr geben. Du machst Ungerechtigkeit, du bist ein Dieb bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was hat es für einen Sinn, subhanahu wa ta'ala? Macht gar keinen Sinn sowas. Oder zum Beispiel, dass dann, wenn es Streit gibt, die Frau will Scheidung, ein Mann, der sagt, nee, ich gebe dir aber nicht. Ja? Der lässt sie so hängen. Und es ist nicht vom Islam, es ist haram. Ja? Und Allah hat das gesagt im Koran. Man darf das nicht machen, subhanallah. Aber Allah muss da einen, jetzt die Lage, in der wir leben, ist halt so. Ja, man ist ja, oft ist man halt mit dem Bart und so, mehr Muslim als mit seinem Geld und mit allen anderen Sachen. Wie kann man den Unterschied zwischen Prüfung und Strafe Allahs erkennen? Erstmal, wie man selber gerade lebt. Wenn du lebst als rechtschaffener Mensch, du machst deine Pflichten, du betest 5-mal am Tag, du betest, du fastest, du machst deine Pflichten, du bist ein guter Muslim, inshallah. Ja? Du bist ein guter Muslim, inshallah. Wenn du dann geprüft wirst, egal welchen Sachen, inshallah ist das eine Prüfung und keine Strafe. Oder wenn eine Prüfung zu dir kommt und das Resultat, ja, das heißt, du bist vielleicht gar nicht auf dem guten Weg und dann wurdest du geprüft, jemand ist von deiner Familie gestorben, dein Business kaputt gegangen, dein Haus ist eingestürzt, irgendwas. Und das hat dich aber dann gebracht, oder du bist im Gefängnis gelandet wegen, ich kenne Leute, mehrere Leute, die sind zum Islam konvertiert oder richtig praktizierend geworden, im Knast. Aber die sind nicht in den Knast gegangen für Islam oder für eine gute Tat, die sind in den Knast gegangen, Drogen, Kriminelle, ja, Diebstahl, Allahu alam, was sie gemacht haben. Aber ja, die haben schlechte Taten gemacht, wurden dann geprüft, aber diese Prüfung hat ihnen was? Hat sie dann zum Besseren gebracht. Ja? Du bist krank geworden, jetzt bist du krank geworden und in deiner Krankheit quasi bist du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Ja? Und deswegen, barakallahu fikum, ist das, kann man das daran, wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sehen. Wenn man aufgrund einer Krankheit nicht fasten kann, was sollte man da am besten machen? Im Allgemeinen, wenn man krank ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى السَّفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ja? Derjenige, der krank ist oder auf der Reise ist, so fastet er eine andere Anzahl an Tagen nach. Ja? Nach Ramadan, bis zum nächsten Ramadan hast du dann Zeit, ein Jahr hast du Zeit, diese Tage nachzuholen. Das ist, wenn du normale Krankheit hast. Wenn du natürlich chronisch krank bist, du kannst nie, ja,
du kannst nie fasten, weil du bestimmte Krankheiten hast, dann dann ist es anders. Dann kannst du stattdessen, Entschuldigung, dann kannst du statt dem, weil du kannst ja nicht fasten, ja. Jemand zum Beispiel ist 90 Jahre alt, der kann nicht fasten, weil er zu alt ist, ja, beispielsweise. Oder jemand ist chronisch krank, er muss Tabletten nehmen, er muss Sachen machen, er kann nicht fasten, ja. Gesundheitlich kann er nicht fasten. Dann, er kann es ja auch nicht nachholen, dann muss er für jeden Tag, den er nicht fasten kann, muss er einen armen Menschen speisen. Einen armen Menschen speisen, ja. Wie ist deine Meinung zum Thema Erbe? Was passiert mit Menschen, die ihren jüngeren Geschwistern das Erbe vorenthalten? Erbe vorenthalten ist natürlich auch eine der großen Sünden im Islam. Ja? Erbe nicht. Allah Azza wa Jalla hat bestimmt, wer wie viel bekommt. Ja? Ganz genau bestimmt im Islam. Und derjenige, der das nicht macht, oder der das vorenthält, egal ob das die Mutter ist oder Brüder sind, etc., derjenige, der das macht, er begeht eine große Sünde. Ja, weil Allahu musta'an. Wa fikum barakallah. Okay, inshallah, noch 5 Minuten. Habt ihr noch eine Frage? Oder? Allahu musta'an. Allahu musta'an. وأنتم من أهل الجزاء وفيكم بارك الله. Kann man seine Spenden EHED-EV machen? Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst. EHED, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das von Marcel Krass war oder von irgendeinem deutschen Prediger oder von einer deutschen Dawa-Gruppe. Ich weiß nicht ganz genau. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, das war... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht, wer dort arbeitet, wer das leitet. Und deswegen sage ich Allahu A'lam. Ja. Marcel Krass. Hm. Okay. Ja, wenn es wirklich von Marcel Krass ist, ich denke, dass das Geld dann inshallah in guten Händen ist. Allahu A'lam. Ich weiß nicht ganz genau, was die machen, in welchen Ländern sie was machen und so. Aber ich denke mal, dass sie spenden bei dem Bruder, Allahu A'lam. Ich denke schon, dass er eine gute Arbeit macht. Davon gehe ich aus. Bruder, wann darf man Suhur ist auch gleich beten? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe ein Anliegen, Achi, und zwar geht es um die kleine Hefa aus Istanbul. Sie leidet an SMA. Ja, das weiß ich schon. Ich kenne das. Mashallah. Ja gut, wenn jemand zum Beispiel, also hier in England, ehrlich gesagt, hier in England gibt es extrem viele gute islamische Hilfsorganisationen, die in allen Ländern der Welt arbeiten, ja, allen islamischen Ländern und so. In Deutschland weiß ich nicht ganz genau, weil ich lebe nicht in Deutschland, deswegen weiß ich nicht ganz genau, welche Hilfsorganisationen dort großartig, ja, ja, aktiv sind. Ehrlich gesagt, Bruder, mir wurde diese Sache schon oft mitgeteilt, ja, wegen diesem kleinen Mädchen. Aber ehrlich gesagt, ich mache ja selber auch humanitäre Hilfe, versuche ich inshallah ein bisschen nebenbei zu machen, seit vielen Jahren. Ich habe schon mal mit einem Gelehrten darüber geredet. Ich bin mir da oft unsicher, ja, bei solchen Sachen, wenn es, also es gibt manchmal, man bekommt jeden Tag
bekommt man zum Beispiel so, ja, Spendenaufrufe. Manchmal bekommst du Spendenanrufe, Aufrufe, manchmal, die sind richtig Katastrophe, finde ich, islamisch gesehen, ja. Ja, manchmal sind die wirklich Katastrophe. Manchmal sind das, und dann gibt es andere, die sehen etwas anders aus, und zwar sind die so, dass, dass man manchmal, dass jemand zum Beispiel, der hat seine Großmutter, seinen Großvater, Allah muss da sein, möge Allah diese Person hier Gesundheit geben und Verstand geben. Möge Allah dich recht leiden, Smanda. Ja. Allah muss da sein. Ja, da gibt es auf jeden Fall manchmal so Aufrufe, dass ein Bruder, eine Schwester, was man verstehen kann, ja, seine Großmutter ist krank. 80 Jahre alt oder 75 Jahre alt, hat Krebs. Und die wollen jetzt irgendwie eine Operation machen, und die sammeln dafür dann, keine Ahnung, 120.000 Euro. Ja? Beispielsweise, als Beispiel. Ich persönlich, ehrlich gesagt, ich sehe die Sache halt so, Allahu alam, ich gebe einer Person, die Krebs hat, jung, kann man vielleicht mehr versuchen, aber eine Person, die schon 70, 80 ist oder so, da nochmal so viel Geld reinzupumpen und Chemotherapien und, wo man sowieso weiß, dass die Chancen extrem gering sind. Natürlich ist Leben retten an erster Stelle im Islam. Ja, Leben retten, wenn du, ich habe jetzt Leute, denen will ich, die sind bedürftig und ich will denen helfen. Andere Leute, die sterben vor Hunger, ja, oder die brauchen eine Operation jetzt sofort, weil er einen Unfall hatte. Das sind Unterschiede. Man muss immer Unterschiede machen von Fall zu Fall. Und manche Sachen sind akut. Jetzt gerade brauchen die diese Hilfe. Wenn die jetzt diese Hilfe nicht bekommen, ja, sie sterben oder sterben vor Hunger. Oder der braucht jetzt, ist anders als ein wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und fiek, wa fiek barakallah, Ramadan mubarak, mein Bruder. Shukurasti. Alles gut, wie geht's dir, mein Bruder? Alekulihal, barakallahu fikum. Alekulihal, worauf wollte ich hinaus? Das habe ich jetzt durcheinander gebracht, Bruder. Choturasti, Chubasti. Alles gut. Frankfurt, bist du in Frankfurt, Kollege? Ja, auf jeden Fall, Alekulihal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man manchmal Aufrufe hat, eine OP zu machen für eine bestimmte Person. Ja, genau, da bin ich jetzt, ich bin gerade wieder dran, habe mich gerade wieder erinnert, ja, dass man dann eine Person helfen will, wie jetzt auch zum Beispiel bei diesem kleinen Mädchen. Möge Allah diesem Mädchen Shifa geben, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Eltern Geduld geben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sie zusammen ins Paradies eingehen lassen. Ja, aber bei mir, ich bin ehrlich gesagt, wenn ich so Aufrufe sehe, ja, einen Aufruf sehe, wo Leute rufen zu einer, wie zum Beispiel bei diesem kleinen Mädchen, sie rufen zu einer Spende in Millionenhöhe, ja, sie brauchen mehrere Millionen Euros, ja, um irgendeine OP zu machen. Ich weiß, wenn es mein Kind wäre, wenn es dein, jeder würde versuchen, das alles zu machen, ja, normal, eine ganz normale Sache, aber ich persönlich, ehrlich gesagt, weil ich, ja, ich habe so meine Bedenken da. Und deswegen, ich habe auch bei dieser Sache, ich weiß, ob das wegen diesem kleinen Mädchen war oder einem anderen Fall, aber ich habe dann einen Gelehrten angerufen und mit ihm darüber geredet. Ja. Man hat zum Beispiel dann so konkrete Fälle, da ist ein Fall, wo ein Aufruf ist, man soll da sammeln, mehrere Millionen sammeln, ja, für eine bestimmte OP oder so. Und ehrlich gesagt, ich weiß, es gibt manchmal so bestimmte Eingriffe, bestimmte Methoden, die man dann macht, die ganz neu sind und die kosten einfach, keine Ahnung, verrückte Preise. Ja? Aber ich persönlich, weil ich auch diese Arbeit, diese humanitäre Hilfe mache und oft in Afrika bin etc., wenn ich dort bin, ich habe schon oft, ja, kranke Kinder oder kranke Menschen gesehen, wir nehmen die dann zu einem Krankenhaus, bezahlen denen dann manche Sachen etc., bezahlen denen Medizin, ja, und das kostet uns dann was,
Das kostet uns dann, diese ganze Sache kostet dann vielleicht 200 Euro, 100 Euro, 500 Euro, ja. Und das heißt, ich denke mir einfach, wenn ich, und ich habe halt auch, weil ich es auch mehr oder weniger nur nebenbei mache, diese Arbeit, auch nur begrenzte Möglichkeiten. Alhamdulillah, ich bin ja auch schon so sehr zufrieden dafür, dass es nur so nebenbei ist. Alhamdulillah, aber ja, ich denke mir, mit so einer Summe kann ich persönlich, ich kann so viele Tausende helfen und sie ins Krankenhaus bringen, etc., die auch krank sind. Ja, und da weiß ich nicht, so die Priorität zu setzen. Also das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, weil ich auch oft Sachen mitbekommen habe, ja, wo es leider auch in dieser Sache mit Spendengeldern sehr, sehr viele Betrüger. Ich rede nicht über diese Familie. Nicht, dass man mir Sachen in den Mund legt. Ja? Ich sage nicht, dass sie Betrüger sind. Ich sage nicht, dass es erfunden ist oder sonst irgendwas. Gar nicht. Aber ich meine nur, allgemein, mich schreiben fast jeden Tag Leute aus Afrika an. Aus Gambia, aus Kamerun, aus so vielen Ländern Afrikas. Jeden Tag falls bekomme ich Nachrichten. Aber wir haben hier und dann so Bilder von kleinen Kindern, die weinen oder die so abgemagert aussehen oder so. Ich kriege jeden Tag so Nachrichten. Bitte kommt, wir brauchen Brunnen, wir brauchen dieses. Ich kann doch nicht einfach Spendengelder an irgendwelche Personen schicken, die ich noch nie getroffen habe. Ja? Ich kenne diese Leute nicht. Ja, es kann sein, er sagt mir Assalamu alaikum, Alhamdulillah, Barakatuh und macht Dua und so, aber ich kenne diesen Mann, diese Person gar nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich kann ihn euch einfach Gelder, die nicht mal mir gehören, auch sogar meins würde ich nicht machen. Ja, ja, ich habe noch genug Möglichkeiten, wo ich sicher bin, ey, das sind arme Menschen, ich gehe selbst dorthin, ich kenne die Leute, ich sehe das. Dort kann ich die meine Spenden oder Spenden von meinen Geschwistern verteilen mit ruhigem Herzens. Ja, und deswegen ist so eine Sache bei mir, dass ich ehrlich gesagt so. Auch Geschwister schicken mir öfter Sachen, dass ich Sachen teilen muss. Aber ich kann nicht alles kontrollieren. Ich kenne viele Geschwister ja gar nicht. Und ich habe schon leider oft mitbekommen, bei Spendengeldern, bei Hajj-Leute, wollen Leute nach Mekka nehmen, zu Hajj sammeln, Pässe ein, 50.000, 100.000 Euro und danach, die hauen ab. Und die kommen vielleicht manchmal, keine Ahnung, lassen sich ein Bart wachsen, 3-4 Wochen oder so und kommen dann zur Moschee und tun so, als würden die da, was weiß ich, und ja, geben sich so an. Und dann gibt es halt leider viele solche Sachen. Und deswegen bin ich persönlich sehr, sehr vorsichtig mit Sachen teilen von anderen. Wenn mir jemand etwas schickt, ja, kannst du das bitte posten. Auch manchmal, wenn ich die Leute kenne. Ja. Warum? Weil ich weiß, dass die Arbeit dort in diesen Ländern auch schwer ist. Du gehst in diese Länder, in Afrika, Asien, Bangladesch etc. Jeden, zu dem du gehst, er bringt dich in sein Dorf. Der will, dass du seiner Familie einen Brunnen baust und Essen gibst und Geld gibst und keine Ahnung. Jeder, ich meine, einerseits ist es auch ein bisschen menschlich, aber andererseits sind sehr, sehr viele Sachen, die so, ja, es ist nicht so einfach, diese Arbeit ist nicht so einfach. Ja, und deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Sache, einfach Sachen zu teilen oder solche Sachen, wenn die Sachen zu groß sind, ja, dann weiß ich nicht, ob das mehr Nutzen hat. Mit diesem Geld zum Beispiel, ich sage nicht, dass man diesen Mädchen nicht helfen soll. Auf gar keinen Fall. Möge Allah sie ihr Schifa geben, ihr ein langes Leben geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beistehen und allen kranken Menschen auf dieser Erde. Aber ich meine nur, Allahu alam, gibt es keine andere Möglichkeit? Ja? Wie groß sind die Chancen, etc., auf diesem kleinen Kind zu helfen? Ja? Manchmal so, man sammelt Millionen. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe öfters mal diese Bilder gepostet von diesen kranken Kindern, die ich getroffen habe in Afrika, ja, zum Beispiel dieser junge Azizu, vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, habe ich öfters mal gepostet, wir haben den gebracht ins Nachbarland, wir haben versucht mit dem alles Mögliche zu machen, der hatte einen Krebs gehabt, den Knochenkrebs in seinem Kopf gehabt, wir haben mit ihm alles versucht und dann haben wir den, der hatte noch nicht mal eine Geburtsurkunde, keinen Pass, gar nichts, wir haben alles erledigt und nach Türkei, Visum, Krankenhaus, alles wurde vorbereitet und Miskin, wir haben ein Ticket für ihn gekauft und er war am Flughafen, ja, der ist von Chamba, der war noch nie in seinem Leben, war der in der Hauptstadt von seinem Land, ja, in Lomé und dann ist er zum Flughafen nach Lomé gefahren und war am Flughafen und es war vorletztes Jahr, als Corona angefangen hat, im Februar, glaube ich, vorletzten Jahres und dann ist er nicht geflogen und ja, ist leider vor einigen Monaten verstorben, subhanallah und oder dieses andere Mädchen, subhanallah, die hatte ich auch mal gepostet, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere erinnern kann, die hatte hier so eine fette Beule hinten. Ja, und da haben wir mehrere,
mehrere Operationen gemacht. Das hat wirklich, das hat alles insgesamt vielleicht 1000 Euro gekostet, noch nicht mal. Ja? Mehrere Eingriffe, subhanallah, und ich habe das, glaube ich, gar nicht gepostet. Und dies nach einem halben Jahr oder so, vor ungefähr 6 Monaten, 7 Monaten, also letzten, im Herbst oder so war das, subhanallah, die war so oft im Krankenhaus und dann war sie im Krankenhaus und dann ist sie auf dem Weg nach Hause, im Unfall ist sie gestorben, subhanallah. Ja? Subhanallah, also eigentlich ist sie wieder gesund geworden und auf dem Nachhauseweg, während eines, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also ich persönlich, ich kann mit kleineren Geldern in Afrika vielen kranken Menschen helfen, ja, und da frage ich mich, ob das, ja, inwieweit es sich das lohnt, so viele Millionen zusammen für eine Person, ja, und wie gesagt, nicht, dass das Leben von diesem kleinen Kind aus der Türkei, möge Allah ihm beistehen, nicht wert ist, ja, es wäre Milliarden wert, aber das Problem ist, wir haben sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten. Ja. Es gibt Hilfsorganisationen, die haben Millionen. Ja. Und habe ich leider nicht oder haben wir leider nicht. Und wie gesagt, weil ich auch so immer vorsichtig bin, weil ich auch vieles nicht nachprüfen kann. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte und diese Sprachen sprechen könnte oder dahin reisen dürfte, könnte, vielleicht wäre das was anderes, wenn ich das ja mit eigenen Augen sehe und oder mich genauer erkundigen kann. Aber meine Zeit, meine Möglichkeiten sind auch begrenzt. Deswegen tut es mir leid, inshallah. Ja, jetzt habe ich lange ausgeholt und über die Sache kurz geredet. Genau, dieses Kind war das, ja, dieses kleine Mädchen mit diesem Wasserkopf. Das war der andere, das war Azizu, der gestorben ist. Tayyib, inshallah, liebe Geschwister, ich denke, ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr gesehen und es ist, glaube ich, sehr, sehr spät. Sollte man lieber die Spende einer der Moschee geben. Also man muss aufpassen. Man muss aufpassen und darauf gucken, wo man seine Spende gibt. Ja? Erstmal da, wo man ein ruhiges Herz hat. Mich schreiben oft öfters Leute an, woher soll ich wissen, ob meine Spende ankommt? Ja, meine Antwort ist, du kannst es gar nicht wissen. Du kannst es nicht wissen. Ja? Weil am Ende des Tages, du kannst dir nur 100% sicher sein, wenn du dir ein Ticket kaufst und du fliegst selber nach, keine Ahnung, Irak, Jemen, Afghanistan, Afrika oder so, flieg selber dorthin, übergib deine Spende selbst. Wird natürlich, die meisten werden das nicht machen, ja, oder fast keiner wird das machen, weil das Flugticket ist wahrscheinlich schon mehr, kostet schon mehr als das, was er spenden will. Nummer zwei, manchmal hat man Angst oder keine Ahnung oder dies oder jenes, man hat keine Zeit dafür. Das heißt, am Ende des Tages, du bist dazu verpflichtet, es irgendjemandem anzuvertrauen. Sei es eine Hilfsorganisation, sei es eine Moschee, sei es einen Bekannten, den du kennst, der gerade dort ist oder der dorthin fliegt etc. Irgendjemand musst du es anvertrauen. Und ich sage dir, vertraue es dem an, wo du ein ruhiges Herz hast. Ja? Wenn du diese Hilfsorganisation kennst, von dem Bruder so und so, E-Head oder was haben die Brüder geschrieben, wenn du ein ruhiges Herz hast bei denen, du siehst, die machen gute Arbeit, etc., dann dort oder halt andere Hilfsorganisationen. Am Ende sagt, du musst es irgendjemandem anvertrauen. Ja? Und dein Lohn ist sowieso sicher. Wenn du denkst, okay, die machen gute Arbeit, ich vertraue denen, ich fühle mich gläubige Menschen, du vertraust ihnen das an, sobald du es gegeben hast, dein Lohn ist bei Allah und deine Pflicht ist getan, wenn es zum Beispiel sein Zakat ist. Ja? Und du bist ja nicht dazu verpflichtet, dass die Spende auch wirklich ankommen muss. Und ganz ehrlich, manche Leute sagen mir immer, ja, ich muss aber Videos sehen und Fotos sehen. Ja, es beruhigt vielleicht das Herz oder es gibt dir vielleicht Freude im Herzen, wenn du siehst, wie deine Spende angekommen ist. Aber glaub mir, Fotos und Videos, in welcher Zeit kann man das noch mehr besser tricksen als in der Zeit, in der wir leben. Ja? Ich mache das ja selber, diese Fotos und Posts, Videos von den ganzen Brunnen und Spenden, die wir verteilen in Afrika etc., mache ich ja auch. Ja. Es gibt 1000 Möglichkeiten, um das zu faken. 1000 Möglichkeiten. Ja. Und deswegen, es ist vielleicht eine Sache, die dein Herz beruhigt, ja, oder erfreut, dass du siehst, wie die Leute sich dort freuen etc., aber es ist keine Garantie. Eine Garantie hast du nicht. Eine Garantie, du hast gegeben für Allah subhanahu wa ta'ala und dann ist dein Lohn inshallah auch bei Allah azza wa jal fest. Ja. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn man spendet, zum Beispiel du gibst dein Geld der Moschee, ja,
das Geld, deine Spende gibst, ja, manche Leute, die achten gar nicht darauf. Die tun einfach das Geld in eine Box, in eine Moschee oder überweisen das an eine Hilfsorganisation, ohne das, ohne ihnen zu sagen, für was das ist. Weil wenn du Zakat gibst, also diese Pflichtabgabe, diese Säule des Islams, Zakat, diese Zakat ist nicht so wie eine normale Sadaqa. Ja? Ist nicht so wie eine normale Sadaqa. Du kannst das nicht einfach in eine Box tun, ja, das ist das Geld für die Moschee. Und die Moschee kaufen sich dann, keine Ahnung, ja, bezahlen den Imam damit oder kaufen Toilettenpapier oder Wasser für die Moschee, für die Betenden etc. Das geht nicht so. Ja? Oder du musst zum Beispiel, wenn du nicht fasten kannst, du gibst einfach das Geld in eine Moschee etc. Ja? Einfach so in die Spendendose. Du weißt gar nicht, was mit diesem Geld ist. Du musst dieses Geld, damit müssen bedürftige Menschen essen. Das ist nicht für einen Moscheebau gedacht. Das ist nicht für und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch erkundigt, wenn man spendet, ob es eine allgemeine Spende ist oder eine spezifische Spende ist und so weiter und so fort. Und dass man das auch dann in die richtige Box gibt oder in die richtige Hand gibt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tayyib, inshallah. Wie kann man bei dir spenden? Bei mir, also ich habe eigentlich auf meinen Kanälen Instagram oder Facebook, Telegram auch. Also eigentlich auf all meinen Kanälen habe ich diese Flyer gepostet für Iftar, wer Iftar geben will, derjenige, der nicht fasten kann, Fidya, ja, oder Korane, wir verteilen Korane in Afrika an Koranschulen, die keine Korane haben oder zu wenige Korane haben. Oder Moscheen, die keine Korane haben. Man kann Koran spenden, man kann Waisen unterstützen. Wir bauen Alhamdulillah Moscheen und Brunnen. Alles Mögliche, von allem ein bisschen. Inshallah ta'ala. Und ich poste, ich mache nicht so oft Aufrufe, außer vielleicht im Ramadan. Aber im Allgemeinen mache ich nicht so viele Aufrufe. Die Geschwister, die mich kennen, die wissen das ja. Und dann Alhamdulillah, die, ja. Tayyib, inshallah. Ich denke, inshallah, es ist jetzt spät. Und machen wir inshallah jetzt hier Schluss und inshallah komme ich morgen wieder live zum nächsten Vortrag mit dem vierten Hadith im Bezug auf Ad-Da'wa wa Ad-Da'i, ja, derjenige, der zu Allah ruft und die Da'wa zu Allah und entweder werde ich inshallah versuchen, es diesmal wirklich zu schaffen, tagsüber zu kommen, zwischen 5 und 7 oder wie das im Flyer steht, Allahu a'lam. Wenn nicht, dann werde ich wieder morgen Nacht irgendwann zwischen Mitternacht und 3, 4 Uhr morgens live kommen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht. Vergiss nicht, inshallah, in diesen letzten Minuten Dua zu machen, Bittgebete zu machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist auf eine Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt, im Himmel der Dunya. Und er verschenkt gerade diese Angebote. Ja? Er verschenkt gerade diese, ja, die Geschenke Allah subhanahu wa ta'ala. Wer bittet mich um Vergebung, ich vergebe ihm. Wer, subhanahu wa ta'ala, schaut normalerweise, diese Sachen zählen auch abgesehen vom letzten Drittel der Nacht. Ja, Allah sagt ja, macht Tauba oder bittet mich um Vergebung, ich vergebe euch. Und im Allgemeinen diese Sachen, ja, macht Dua, ich werde eure Bittgebete hören. Das ist im Allgemeinen so, im Allgemeinen. Und was ist dann erst im Ramadan, was ist dann erst im letzten Drittel der Nacht jetzt? Und normalerweise viele von uns schaffen das gar nicht, ja, im ganzen Jahr um diese Uhrzeit wach zu sein im letzten Drittel der Nacht, weil wir alle, oder viele von uns, weil wir schwache Muslime sind vielleicht, also ich kann nur von mir reden, ich will keinen angreifen. Ala kulli hal, ja, aber jetzt hat man die Möglichkeit im Ramadan, man steht sowieso oft zum Suhoor oder man bleibt wach oder wie auch immer. Jetzt hast du diese Möglichkeit, ausnutzen, Dua machen, Bittgebete machen, ja, dass Allah uns recht leitet. Und uns beisteht und den Muslimin beisteht und dass Allah also uns nicht von dieser Dunya gehen lässt, bis er unsere Sünden vergeben hat und uns standhaft macht auf der Religion, besonders in dieser schweren Zeit, in der wir leben. Ja, macht mit Gebet, inshallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.